Willkommen in der Santana Bay. Heute habe ich für euch den War for Cybertron Kingdom Deluxe Class Huffer. Bei der Box alles beim Alten. Wir haben hier ein sehr cooles Artwork von Huffer. Einmal im Alt-Mode, einmal im Bot-Mode. Sieht wie immer super aus. Hinten ist die Figur drauf und so weiter. Normale Kingdom-Packung. Und ich bleibe dabei. Die beste Mainline-Verpackung, die wir von Hasbro seit Jahren bekommen haben. Und damit sind wir schon beim Bot-Mode, denn genau so wird er geliefert. Und ihr seht, er hat zwei Zubehörteile. Wir haben einmal hier sein Schild. Sehr cool eigentlich generell, so vom Look hier, ne? Wie so eine Schaufel. Gunmetal bemalt, Silber bemalt. Sieht wirklich cool aus, sauber aus. Habt ihr hier die Pins, könnt ihr hier an seinen Arm stecken, theoretisch auch so. Aber ich denke, so macht es da am meisten Sinn. Und ich finde es auch als Schild relativ überzeugend. Das passt, ist ein Parts-Forming-Teil später für den Alt-Mode. Und dann haben wir die Waffe, mit der ich generell ein Problem habe. Sie ist zwar wunderbar bemalt, komplett, allerdings hat man hier eine Sache ausgespart. Das hat mich erst irritiert. Es macht Sinn, weil man sie später dann hier seitlich dran steckt. Also man soll sie hier die Farbe nicht kaputt kratzen. Das kann ich schon akzeptieren. Aber ihr seht, die Bemalung ist halt super unsauber. Und das finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, sieht so ein bisschen hingeschludert aus und mag ich nicht wirklich. Er hält das Ding mit dem Ding hier, na, mit dem Griff ganz normal. 5mm Port könnte da wahrscheinlich auch hier oben reinstecken, vermute ich mal. Ja, das passt. Und diese Waffe ist zweigeteilt. Die könnt ihr nämlich hier unten entsprechend trennen. Es gibt keinen guten Angriffspunkt dafür, aber man kriegt es auch so hin. Und dann habt ihr hier diese zwei Waffen. Ich vermute mal, dass man die auch, ja, könnte man nehmen, sitzt ein bisschen zu locker. Vor allem sind es aber dann für den Alt-Mode gedacht, innen drin einfach nur waffelig und die Farbe geht rüber und so. Was das taugt, das sehen wir dann im Alt-Mode, so vom Sculpt und so von den Deko-Elementen. Finde ich sie eigentlich ganz cool gemacht. Und damit sind wir schon bei Huffer selber. Und ich bin von dem Kerlchen ehrlich gesagt beeindruckt. Das ist ziemlich cool geworden. Erstmal, klar, Look ist relativ ikonisch mit diesem großen Teil hier hinten drauf, also quasi mit seinem Führerhaus auf dem Rücken. Wie man das ausrichtet, da ist man relativ frei. In der Packung drin ist das so. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es recht kompakt ist. Man kommt dann an den Kopf nicht mehr so schön dran. Aber es ist halt nah dran, steht nicht so weit hoch. Ihr könnt es aber, ne, es ist hier hinten auf so einem Doppelgelenk drauf. Ihr könnt das gerade nach hinten rausstellen. So, glaube ich, ist es auf der Packung und auch in der Anleitung. Ihr könntet aber auch das Ganze hier oben dran machen. Dann habt ihr es wieder kompakt, dann steht es allerdings sehr weit hoch. Ist ein bisschen schade, dass es nicht so einen richtig definierten Ort dafür gibt. Ich denke mal, diese Mittelstellung hier, die nehmen wir jetzt mal fürs Review einfach als Standard an. Ist auf jeden Fall okay. Natürlich ist es ein riesiges, hohles Backpack, aber das gehört zum Charakterdesign. Da kommt man nicht wirklich drum herum, dass das alles schön bemalt ist und so weiter. Gucken wir uns gleich im Alt-Mode noch an. Aber auch der Bot hat ein paar schöne Akzente abbekommen. Wir haben hier dieses Hellblau, das hier vorne ist bemalt. Autobot-Symbol ist schön gedruckt. Das Gesicht ist silber bemalt. Lightpiping für die Augen ist ein bisschen eine dumme Wahl, finde ich, weil halt Huffer hier durch dieses Ding kommt das Licht nicht da so richtig rein. Selbst hier unter meiner krassen Beleuchtung nimmt es nicht wirklich auf. Das ist etwas schade. Cool finde ich die Arme, die sind komplett silber bemalt, wäre eigentlich schwarzes Plastik, ne, kann man hier drin erkennen und sind dann von oben bis unten silber bemalt. Der graue Teil hier drin fällt natürlich ein bisschen raus. Das ist etwas schade, aber ich finde, auf Distanz fällt es nicht so extrem auf. Ist okay, im Gegenteil, diese silberglänzenden Arme, die ja später dann auch die Auspuffrohre werden, das kommt cool und vor allem findet man den Farbton hier oben ja auch nochmal wieder. Auch hier unten nochmal silberner Akzent und die Beine sind dann relativ akzentfrei, die sind quasi nur unbemaltes Plastik. Das fällt ein bisschen ab, so vom Look her, aber ich finde es ultimativ nicht dramatisch. Wir haben an Hohlräumen in den Armen glücklicherweise hier so ein paar Schlitze. Ja, die sind aber hinterher für die Transformation auch wichtig. Von daher, das lasse ich durchgehen. Hier finde ich das auch okay, weil man es innen immerhin bemalt hat. Schwieriger Satz. Auf der Rückseite der Beine ist halt komplett hohl. Das finde ich sehr, sehr schade. Und auch die Waffles hier drin, die sind okay. Das ist für mich jetzt in Ordnung. Ist nicht so mega viel, aber das hier ist schon sehr, sehr schade. Ich denke, das hätte man auch beheben können, ohne dass es den Rahmen gesprengt hat. Ansonsten cool proportioniert, cool Design, mag ich sehr, sehr gerne. Was ich hier sehe, gefällt mir sehr gut. Auch da sage ich im Alt-Mode nochmal was zu. Ich denke, die Figur ist sehr gelungen. Die Figur ist auch ziemlich stabil. Das Backpack wackelt jetzt hier so ein bisschen hin und her. Das ist halt die Frage, wie man das justiert, wenn ich es jetzt hier drauflege. Ne? Da klappert zwar was, aber das sind die Reifen. Die Gelenke sind alle super stabil. Stichwort Gelenke, sind wir bei der Beweglichkeit. Der Kopf auf einem Kugelgelenk, ein bisschen nach oben, nicht wirklich was nach unten. Rotation geht und eine Neigung, leider auch nicht wirklich. Schade, weil auch Huffer so ein sehr emotionaler Charakter ist. Da wäre so eine leicht verwirrte Neigung oder das wäre schon ganz schick gewesen. Geht die Welt aber nicht von unter. Das Ding hier hinten, wie gesagt, könnt ihr bewegen, wie ihr lustig seid. Ihr könnt es auch so nach hinten abkippen oder so. Habt ihr alles eben gesehen. Die Schultern gehen hier auf dem gepinnten Gelenk einmal 90 Grad raus und gehen im Prinzip rundherum. Ihr müsst natürlich hier so ein bisschen am Backpack vorbeiarbeiten, aber das ist okay.
Oberarm rotiert, dadurch, dass das rund ist, sieht das auch in jeder Position gut aus. Wir haben einen Ellenbogen, einfaches Gelenk, nicht ganz 90 Grad, ein bisschen drunter. Das ist etwas enttäuschend. Kein riesiges Drama, aber schade. Die Hand ist schwarz, finde ich optisch übrigens schön. Hier drinnen natürlich dann so ein kleiner, bisschen ärgerlich. Aber generell finde ich schwarz als Kontrast zu Silber für die Hand eigentlich ganz schick. Lässt sich transformationsbedingt neigen, das Handgelenk sieht dann anatomisch nicht mehr ganz korrekt aus. Rotation oder so gibt es keine. Dann haben wir den Torso. Er rotiert. Ja, etwas bleibt ein bisschen hängen, aber 360 Grad. Ihr könnt theoretisch transformationsbedingt ihn nach vorne beugen. Das sieht dann, ihr könntet das jetzt, wenn man das hier so ein bisschen benutzt, ne, kann man das noch ein bisschen abdecken, so dass es also auch noch nach Haffa aussieht, wenn er sich nach vorne beugt. Irgendwann kommt er aber dann mit dem Backpack nicht mehr hinterher. Das ist dann nicht so ganz optimal, aber ist doch immer schön, sowas zu haben. Voll nach vorne, voll nach hinten. Und nicht ganz voll nach außen, ja doch, mit ein bisschen Druck geht es. Ne, Universalgelenk, alles wunderbar. Auch die Rotation des Oberschenkels schön gemacht, ne, dass das Bein hier über dem Gelenk sich bewegt. Das sieht toll aus. Und dann haben wir das Knie. Das sitzt ein bisschen sehr tief optisch, finde ich. Ist natürlich auch das Transformationsgelenk, klar, aber ich weiß nicht, das ist so, das sieht anatomisch ein bisschen seltsam aus von der Reichweite durch den Hohlraum, natürlich maximale Reichweite. Das ist ganz schick. Und dann bleibt noch der Fuß, nach oben geht nichts, ihr habt die bewegliche Ferse, auch für die Transformation, aber zum Stabilisieren und so kann man es nehmen und ihr könnt den Fuß voll ausstellen. Also ich denke, für eine Figur in der Klasse, auch in der Preisklasse, vollkommen okay und durch die festen Gelenke macht das Posen auch tatsächlich Spaß. Zum großen Vergleich haben wir hier einmal den Siege Six Gun und die Kingdom Black Arachnia. Die bin ich euch noch schuldig, kriegt ihr aber noch. Und man sieht, er ist halt wieder so eine von den kleineren Deluxe-Klassen, was natürlich für Haffa als Minibot absolut Sinn macht. In Zahlen ausgedrückt haben wir einen 65 Gramm schweren Bot, der jetzt mit dem Backpack auf Mittelstellung von der Kante bis zum Fuß ungefähr 12,5 cm groß ist. Bei der Verwandlung weiche ich mal bewusst ein bisschen von der Anleitung ab, weil ich finde, die Schritte sind da nicht ganz optimal. Als erstes zieht ihr das Backpack einmal hier nach oben, dass ihr Bewegungsspielraum habt. Klappt dann den Körper einmal komplett hier nach vorne, dreht den Kopf um 180 Grad, bringt dann die Arme einmal hier nach hinten und hier nach unten. Dadurch habt ihr genug Platz, jetzt die Reifen hier nach vorne zu schwingen. Das hakt ein bisschen und ich habe auch schon mal einen Reifen aus Versehen rausgezogen. Das war sicherlich nicht so gedacht, aber es geht. Und dann schwingt ihr den Torso hier wieder zurück. Ihr habt hier, man kann es kaum sehen, da ist so ein kleiner Schlitz seitlich drin und hier unten an der Hüfte seitlich ist ein Stift. Das heißt, wenn ihr jetzt das Ganze hier zurück bewegt, müsst ihr gucken, dass ihr das zusammenbringt. Das ist für meinen persönlichen Geschmack zu fummelig und man sieht es halt auch wirklich nicht gut. Machen wir nochmal zurück. So. So. Und dann hier zusammendrücken. Einmal und zweimal, man kratzt dann auch mit dem Pinsel über die silberne Farbe drüber, ist alles nicht so schön irgendwie. Die Arme dreht ihr hier 90 Grad nach innen, damit diese Öffnungen hier nach oben zeigen, denn ihr habt jetzt hier oben Pins und schwingt das Ganze jetzt hier runter und verheiratet das alles hier mit den Auspuffrohren. Die Hände klappt ihr hier nach innen und dann bleiben noch die Beine, die sind relativ simpel, ihr bringt sie erstmal in der Mitte zusammen, die Fersenplatten schwingt ihr einmal hier rum, bringt sie, ne, hier entsprechend auf die Oberseite und schwingt dann die Beine hier am Kniegelenk 180 Grad rum. Ihr habt hier diese beiden Pins, die gehören da unten rein, also wirklich bis es klickt, dann ist das Ganze auch stabil. Und dann nehmt ihr euer Parts-Forming-Teil, das ist dieses hier, drückt das einmal hier hinten drauf, das verbindet das Ganze noch so ein bisschen. Und jetzt nehmt ihr eure Waffe und müsst die jetzt, muss ich gucken, hier mit diesen Schlitzen da dran, also mit dem Pin oder dem Griff der Waffe vielmehr nach vorne, macht das Ganze hier auf, ne, wie rum gehört so rum, auf beiden Seiten und dann seid ihr mit Haffa in seinem Fahrzeugmodus fertig. Und hier gibt es ein paar Sachen, die mir sehr gut gefallen und ein paar Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Das erste, ich finde, das hier sieht einfach nur schrecklich aus. Gar nicht mal, also zum einen natürlich, weil wir hier die Hohlräume haben, hat das versucht so ein bisschen industriell hier mit diesen Schrägen so ein bisschen so anzudeuten wie eine richtige Ladefläche. Das kann ich irgendwie noch durchgehen lassen, aber der Pin hier vorne so halb abgeschnitten, der ist so sehr offensichtlich. Die Farbe flutscht hier so rüber, ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, es gibt zwar dann, wenn man so reinguckt, eine einigermaßen kohärente Ladefläche, aber von den Teilen hier bin ich schon mal kein Fan. Ich finde, das hier kann man drauf lassen, das ist okay. Ich finde es allgemein etwas seltsam, dass er hinten so schräg hochgeht. Das ist aber so. Also ich hab jetzt mehrfach versucht, es zu ändern. Er rollt auch, das ist also nicht das Thema. Aber irgendwie sieht es so aus, als wäre er so
nach innen reingeknickt. Und dann gibt es ein Feature, und zwar kann der ja den Trailer vom Earthrise und auch vom Kingdom Optimus Prime ziehen, was ich generell cool finde, weil es einen Fiktionshintergrund hat. Was ich jetzt allerdings nicht weiß, weil ich den Trailer nicht mehr hier habe, ist, ob ich die Platte dafür drauflassen muss oder ob ich es auch so machen kann. Ich meine, es geht ohne die Platte, also dass es nicht dieser Schlitz hier ist, sondern dass es hier reinkommt. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Generell muss ich allerdings sagen, ich finde den Alt Mode ohne die ganzen Zubehörteile so schöner. Es gibt zwei, drei Sachen, die mich stören. Der Überhang hier oben gefällt mir nicht so gut. Klar, das soll diese Auspuffrohre andeuten, ist nicht so 100% gelungen. Die Fäuste sind sehr, sehr sichtbar hier. Und hier hinten haben wir diese Überhangteile. Schön ist mit den rot bemalten Rücklichtern. Das finde ich toll, dass die hier so rausstehen, finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, unnütz, überflüssig, keine Ahnung. Ansonsten schöne Details, finde ich, was die Bemalung angeht. Bemalte Felgen, Zuckerwatte. Das macht einen Riesenunterschied. Stell dich das Ding mal mit schwarzen Felgen vor. Katastrophe. Ne? Und dann hier vorne haben wir die ganzen silbernen Akzente. Diese dunkelblau transparenten Scheiben sind cool. Das Silber hier oben drauf ist toll. Also Bemalung auf der Figur gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Aber so ein bisschen unförmig finde ich den. Also für mich müsste der optisch irgendwie eher so. Also dass das halt hier so eine gerade Linie irgendwie gibt. Das ist aber, glaube ich, auch, weil diese Linie hier schräg runter ist, wirkt das alles so ein bisschen, weiß ich, ein bisschen surreal. Es ist nicht optimal. Ich habe definitiv schon schlimmere Old Modes gesehen, aber ja, so richtig final überzeugen tut der mich hier nicht. Es ist aber auch keine Vollkatastrophe. Zum größten Vergleich habe ich für euch mal den Deluxe Class Cheetor, auch von Kingdom, einfach weil ich jetzt kein anderes passendes Fahrzeug in irgendeiner Form da habe. Dass das keinen Sinn macht, ist klar, soll es aber auch nicht. Fazit, ich war ein bisschen überrascht, als man damals Huffer als Charakter angekündigt hat, hat mich aber auch gefreut, zumal man wirklich eine vernünftige, solide Deluxe-Class-Figur angekündigt hat und nicht irgend so ein Core-Class-Ding. Denn eine Legends-Class-Huffer hatten wir ja erst bei Combiner Wars. Und ich denke, der G1-Fan in uns jubiliert, wenn er diesen Bot sieht, denn der Bot sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ich finde ihn ziemlich clean insgesamt. Er sieht dem Charakter perfekt ähnlich, also das hat man auch sehr gut getroffen. Das Einzige, was mich eigentlich stört, sind die Hohlräume hinten in den Beinen. Da hätte man sich vielleicht was anderes überlegen können. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Backpack so einen definierten Platz hat. Diese variable Höhe hat einen gewissen Charme, stellt mich aber nicht so 100% zufrieden. Ansonsten, Details im Guss, Details in der Bemalung sind schön. Ich finde auch qualitativ ist die Bemalung eigentlich ziemlich gut gemacht, mit Ausnahme dieser Waffe. Die gefällt mir nicht. Überhaupt ist das Zubehör, diese Platte, dieses Schild, das finde ich noch ganz nett. Das ist von der Bemalung schön. Das funktioniert in meinen Modi ganz gut, aber so richtig der Riesenknaller ist das nicht. Und die Waffe finde ich gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt. Die Transformation ist teilweise recht kreativ, ist ein bisschen hakelig, weil doch nicht alles so smooth aneinander vorbeigleitet. Und vor allem kommt am Ende ein Alt-Mode bei raus, der irgendwie nicht fertig ist. Der sieht so ein bisschen unförmig aus und sieht definitiv ohne die Zubehörteile besser aus als mit. Sehr schön, dass man das Gimmick eingebaut hat mit dem Ziehen des Trailers. Das ist definitiv eine schöne Geschichte, auch fürs Display. Und von daher denke ich, kann ich den Huffer in Summe schon empfehlen. Fehlerfrei ist er nicht. Aber ich denke vor allem der Bottom-Modus und dieses Trailer-Zieh-Gimmick sollten Argument genug sein, dass man hier zuschlagen kann. Soweit mein Video zu Transformers Kingdom Huffer. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich gerne auf Patreon und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.